Hallo, ich bin Jan-Philipp Hullmann, Videoreporter bei der DWZ und heute zu Gast bei unserem Leser Peter Kaufmann, und zwar in seinem Garten. Der liegt direkt an der Weser und ist für ihn so etwas wie seine zweite Heimat. Dass er seine Gartenanlage nun aufgeben soll, weil dort die Stadt einen Radweg bauen möchte, das findet Peter Kaufmann ganz und gar nicht gut. Ja, Sie möchten nun gerne den Radweg da unten bauen, aber es steht ja noch nicht fest, wann. Und darum frage ich mich allen Ernstes mal, was soll diese kurzfristige, schnelle Beseitigung dieser kleinen Gartenlauben hier und so weiter, wenn man doch noch Zeit hat, bevor das überhaupt jemals hier zur Baumaßnahme kommt. Die Stadt Hameln lässt derzeit alle verpachteten Gärten räumen. Doch Peter Kaufmann ist Eigentümer und will bleiben. Wenn man so lange hier ist und so viele Jahre hier verbracht hat, dann kann man sich natürlich nur schwer von dem Gelände trennen. Nicht nur einfach nur so, nur weil hier eben ein Radweg installiert wird. Also das steht in keinem Verhältnis. Mein Kollege und DWZ-Redakteur Lars Lindhorst, der beschäftigt sich nun auch schon einige Wochen mit diesem Thema und schreibt für die Zeitung. Wir haben ja schon berichtet, hier soll ja ein Radweg gebaut werden und dementsprechend müssen diese Gärten geräumt werden. Und die Leute, die jetzt hier einen Garten gepachtet haben, die haben eigentlich nur noch bis morgen Zeit. Hier laufen jetzt ein paar Leute rum und räumen auf, aber letztendlich haben die ganz schön viel zu tun. Also so ein Gartenhaus abräumen, Platten schleppen und so. Das geht nicht so einfach, zumal man hier auch nicht wirklich gut ein Auto parken kann oder einen Anhänger oder was auch immer. Jetzt hat das natürlich auch was mit dem Radweg zu tun, der hier dann vielleicht mal gebaut wird. Ja. Er liegt jetzt da an der Straße, soll aber an die Weser. Ja. Für die Pächter irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, weil ja auch Hochwassergefahr besteht. Unmöglichkeit, ja genau. Also einige Pächter sagen... Ja, was soll das überhaupt? Dieser Radweg ist ja dann ständig überschwemmt, er ist dreckig, da kann man ja sowieso nicht dran langfahren. Da sollte er doch lieber einfach an der Straße bleiben. Das wiederum will die Stadt nicht, weil der Radweg soll ja, es heißt ja Weserradweg, also soll er auch wieder näher an die Weser. Wenn der Radweg ein paar Meter weiter Richtung Weser verlegt werden sollte, dann würde bei Hochwasser kein Radfahrer mehr hier langradeln können, sagt und zeigt uns der Garteneigentümer. Sehen Sie diesen Strich hier? Ja. Das war der letzte Hochwasserstand. Und wir haben das extra mal nicht weggemacht, weil das war ein Stand von etwa 6,50 Meter. Bis da war das Wasser? Bis da ist das, hier schwappte die Weser hier oben. Und dann frage ich mich, was dann mit diesem Radweg da unten passieren soll. Ja, und Peter Kaufmann möchte in Zukunft gerne weiter an der Weser sitzen. Die Stadt würde hier aber lieber einen Weser-Radweg sehen, statt gechillte Gartenfreunde.